Ich rufe Engel Gabriel. Engel Gabriel betritt diesen Raum. Engel Gabriel bringt Licht und Liebe zu dir, geliebtes Menschenkind. Ich begrüße dich mit den Worten von Smarana, der vollkommenen Liebe aus den göttlichen Feldern des vollkommenen Lichtes. Und ich berühre dein Herz, deine Seele mit den Energien, welche durch die Worte übertragen werden. Engel Gabriel legt nun seine Hand auf dein Herz. Und so fühle ich von jedem Einzelnen von euch das Licht und die Liebe, welche ihr tragt. Wir werden nun zusammen einen Blick in die Zukunft werfen. Doch vorher möchte Engel Gabriel dir erklären, auf was du achten solltest, wenn du dir deine Meinung bildest. Denn im Moment kämpfen das Licht und die Dunkelheit miteinander. Und diese Kämpfe sind sehr stark. Du trägst das Licht und du kannst mit deiner Liebe das Licht stärken. Doch achte darauf, dass du dich nicht von der Dunkelheit täuschen lässt. Denn die Dunkelheit hat viele Gesichter. Und sie gibt sich auch manchmal den Schein, etwas Gutes zu sein. So kann die Dunkelheit dir Versprechungen machen, dir Hilfe anbieten, obwohl sie es gar nicht so meint. So achte, mein allerliebster Mensch, achte auf dein Herz und lasse dich nicht beeinflussen. Richte dich stets auf die Liebe aus, denn die Liebe und das Licht sind die beiden Gefährten für dich. Die Dunkelheit ist sehr schlau. Sie lockt mit Versprechungen. Sie sagt, sie würde dir helfen für ein besseres Leben, obwohl sie dich unterdrücken möchte, obwohl sie dich ausnützen möchte. Engel Gabriel spricht heute sehr intensiv mit dir. Denn es ist wichtig, dass du dies erkennst. Und es ist wichtig, dass du dich in erster Linie auf dein Herz konzentrierst. Denn dort in deinem Herzen manifestierst du das, was für dich gut ist. Und dies sollte an keinen anderen Menschen gebunden sein. Denn die Gefahr der Beeinflussung ist viel zu groß, dass du vielleicht auf einen Menschen hörst, welcher getarnt das Böse ist.
Und so bitte ich dich, die Liebe in deinem Herzen immer zu stärken. Lasse dich nicht verängstigen, denn die Angst ist ein Werkzeug der dunklen Seite. Ein Lichtarbeiter trägt so viel Licht und Liebe in seinem Herzen, dass er sich vor nichts zu fürchten braucht. Und wenn dir dies bewusst ist, dann hast du erkannt, wo dein Weg hinführt. Wenn dir dies bewusst ist, dann wirst du erkennen, wenn jemand aus der dunklen Seite zu dir spricht. Und so besinne dich immer wieder aufs Neue, auf die Liebe in deinem Herzen, auf deine Seele und auf deinen Geist. Denn du bist es. Du bist ganz wichtig. Durch dich kann sich die Welt verändern. Und zwar kann sie sich so verändern, wie du es möchtest. Zum Guten, zum Frieden, zum Licht und zu der Liebe. Du bist es, der bestimmt, was geschieht. Und kein anderer Mensch kann dich schützen oder dir versprechen, dass er es für dich tun würde. Denke an meine Worte und konzentriere dich wirklich auf dich selbst, auf dein eigenes Empfinden von Gut, von dem Guten, von der Liebe. Du bist es, welcher die Welt in den Frieden bringt. Jeder einzelne kleine Tropfen bildet einen Fluss, einen See und das Meer. Jeder einzelne Tropfen ist wichtig, und so bist auch du. Jeder Mensch ist wichtig, und jeder einzelne Mensch trägt dazu bei, dass die Welt wieder in die Ordnung kommt, in die göttliche Ordnung. Denn dafür bist du inkarniert. Dafür bist du jetzt in diesem Moment hier auf der Erde. Und ich, Engel Gabriel, ich reiche dir meine Hände. Ich reiche sie dir voller Liebe und Achtsamkeit, denn ich weiß, dass du mich gut verstanden hast, und ich weiß, dass du jetzt deine Kraft erkennst und diese Kraft auch annehmen wirst. Und so spüre, wie meine Liebe in dein Herz hineinfließt, über meine Hände, diese Liebe, welche direkt aus der Wirklichkeit kommt. Und so wird sich alles, was in der Zukunft geschieht, durch dich, durch dein Licht vollziehen. Ich danke dir mit den Worten von Smarana dafür, dass ich heute zu dir sprechen durfte. Und ich streichle dir über dein Haar, über dein Haupt. Schön, dass du da bist. Engel Gabriel verabschiedet sich jetzt von dir. Voller Liebe und Smarana.